we in hell? Yes. They call it Terra Grigia. So, wir spielen die Terra Grigia Verschwörung nach. So nenne ich es einfach mal. We should get to the command room. Whoa, whoa, whoa! There's hot air here too. We have to hurry, your HQ is done for. Okay, ich habe kaum noch Munition. Schön, dass wir wieder Parker spielen, weil den letzten Part nicht gesehen hat. Parker stirbt. Ja, damit habe ich es euch gespoilert. Ich hoffe, ihr habt den letzten Part gesehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr hier eingeschaltet habt. The boss has pushed for an expansion of the FBC's purview. This is just the kind of thing he was warning the world about. Die sieht aus wie der Joker. Bring the crisis to the limelight. It could be good PR, really. Yeah, maybe the international community will finally get the message. The FBC has a lot of growing to do. Why so serious? Whoa, was ist jetzt los? Falls ihr wissen wollt, wo die herkommen oder wie das angefangen hat hier, es gibt einen Part von mir, der heißt Hunter in Terra Grigia. So. Oh. Ich denke übrigens, dass der Raymond noch lebt. Da hat er noch so gezuckt in der einen Cutscene. Wow, Junge. Ist er jetzt? Nee. Oh Gott, da gehen sie endlich down. I think that's the last of them. It's okay, I'll be fine. Oh, der hat's Bein gebrochen, oder? Don't try to act tough. Alright, somebody lend him a shoulder. Parker. Oh, schon wieder so eine Tragesequenz. Okay, gut. But I can still fight. Der sieht aus wie ein Clown, die sieht aus wie der Joker. Was ist hier los? Ich kann das nicht so ernst nehmen, wie ich es gerne würde. Wenn ich den jetzt so tragen muss und dann noch überall die Hunter sind. Könnte hässlich werden hier. Ich schau grad nach, ablegen kann ich ihn auch nicht. Gut. Lass mich zurück. Wow. Ey, mit einer Pistole gegen Hunter, das war in Resident Evil 1 schon saudumm. Ich find's geil, wie die zerfallen. Irgendwie ist es lustig. Aber wie gesagt, das Spiel hat dasselbe Problem wie alle neuen Resident Evil Teile. Viel zu actionreich. Meiner Meinung nach. Ich meine, Resident Evil 4 war cool. Es wäre aber noch ein geileres Spiel gewesen, wenn es halt Resident Evil 4 gehießen hätte. Meine Meinung. So, ich habe mir schon gedacht, dass wir hier ein bisschen Munition kriegen. Oh Gott, ist das lahm. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich glaube, meine Stimme ist langsamer wie so, leiser wie sonst. Sieht zumindest im Programm so aus. Falls es so ist, sorry. Ja. The med unit's on the fourth floor. We might find something to bandage him up. We'll be back, Cadet. Don't go anywhere. Gut, dann müssen wir wohl in den fourth floor. Right, let's go, Parker. Also vierter
Tourniquet besorgen. Heißt Tourniquet nicht übersetzt Verband? Gibt's das Wort im Deutschen? Ohne Scheiß. Bla 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 bla. So, sehr schön. Grünes Kraut. Warum gebe ich dem kein Kraut? Das heilt doch alles. Servus, Nelson Club. Ich vermute mal, wir müssen einfach wieder zurück. Ah, da ist auch ein gelber Punkt auf der Karte. Sehr gut. Wunderschön. Ich denke, das ist... Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen. Egal. So, erstmal zum Aufzug. Dann in den vierten Stock. Muss ich da hinterher rennen, oder? Ah, Gott, bin ich die ganze Zeit falsch gelaufen, oder was? Darf ja nicht wahr sein. Oh, Jessica, renn. Ach, wir kommen da drüber. Gut. So falsch war es ja dann doch nicht. Bis jetzt sind mal keine Hunter mehr da. Finde ich gut. Ich beschwere mich nicht. Ist hier unten was? Ne, sieht scheiße aus. Oh Gott. War ja klar. Uah. Und weg ist er. Wäre geiler, wenn ich eine Colt hätte oder so. Ganz ehrlich. Oh, bin ich schon richtig? Gut. Sehe schon der Karte, weil es jetzt blinkt und nicht mehr nur ein gelber Kreis ist. Schnell noch Munition abgrasen, bevor der Hunter da ist. Ah, kann ich natürlich noch nicht erwischen. Oh Gott. Ich wollte gerade batschen, aber das lasse ich lieber. Bam! So, der geht auch down. Waren aber drei, oder? Oder doch nicht? Ah, MG-Munition. Oh Gott, ich hatte schon MG-Munition. Nee, doch nicht. Hier ist aber mehr. Gut. Erste Hilfekasten. Tourniquet aufgenommen. Here we are. Just what I needed. Gibt doch auch einen Song von Evanescence. Tourniquet. My God! What Tourniquet! Oder? Kann gut sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, von Marilyn Manson gibt es auch einen Song, der Tourniquet heißt. Ist hier oben noch was? Ah, scheiß drauf. Wir gehen direkt runter. Ich habe das Gefühl, dass ich die MG und die Granaten gleich brauchen werde. So. Also, wenn jetzt viele Hunter kommen, nicht vergessen, dass ich einen Haufen Granaten habe. Zwei. Wow. Und beide vergeudet. Uaiaiaiaiaiai. Arriba. So, der Part hier ist eigentlich relativ langweilig. Ich fände es geiler, wenn es eine Cutscene gewesen wäre. In dem letzten Part habe ich mich noch beschwert, dass zu viel Cutscenes da wären, aber... Ja, ich finde das hier jetzt nicht so super berauschend. Und ich glaube, ich laufe komplett falsch. Ja. Schauen wir uns mal die schönen Lichter auf dem Boden an. Wunderschön.
Leute, schaut euch diese Lichter an. Geil. Können wir es jetzt endlich lesen? Geil. Endlich kann ich es lesen. Fertig. Was ist denn da eben gesprungen? So, das war's. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich will mir die MG-Munition ein bisschen aufsparen. Da war sie schon weg. Oh fuck. Kommt ihr rein? Ich glaube, hinter mir geht's auch nochmal ab. Ah ne, das ist der Raymond, der da schießt. Hi! Mit dem Messer! Hopp! Wenigstens einmal was komplett messern, hopp! Hier geht's ab. Uah! Fuck it. Bam! Mit dem Stock auch nochmal. So. Sind da noch mehr? Oh Mann. Leute. Der hat doch nur drauf gewartet. Zack. Jetzt sind wir aber fertig, oder? Alright. Safe and sound. Are you hurt? All right, cadet. Now you owe me one. Hey, I get it. You want justice served. No more heroics. End up getting the whole unit killed. Yeah. Welcome to the real world. Yes, sir. Okay, that should ease the pain. I should be able to walk. Then follow us. The elevator to the command room is right there. Okay, weiter geht's. Er kann jetzt wunderbar laufen, sein Bein ist wie neu. Wow! Bam! Weiter geht's! So oft gebammt in dem Part. Unglaublich. Also langsam habe ich den Dreh raus mit den Huntern. Wobei ich das Gefühl habe, die sind ja einfacher, wie sie in anderen Stellen waren. Kommt ihr! Komm, Humpelbein. Auf geht's. Wie der guckt. Ich hab mal in die Hose geschissen. Sorry, es sah einfach so aus. Musste raus, musste raus. Hat keine Augen, der hat kein Auge mehr, ohne Scheiß. Oh Mann, sieht er aus. Geil. Hammer. Habe ich was verpasst? Ja, habe ich. Tatsache. Granaten habe ich keine mehr, gut. Oh, so viel Munition. Das heißt oft nichts Gutes. Dennoch versuche ich hauptsächlich die Pistole einzusetzen. Hier unten waren wir doch schon mal. Kann mir mal einer verraten? Warum die anderen nicht schießen und mir nicht helfen? Was soll die Scheiße? Okay, so viel Munition wie hier rumliegt überall. Wechsle ich jetzt doch auf die MG. Guck mal, ich bin sogar voll, ey. Wow!
Bäm hat er gemacht. Bäm. Warum hilft mir keiner? Das kann doch nicht wahr sein. Was liegt da vorne auf dem Tisch? Auch Munition, okay. Heilkraut. Ah, Granate, Munition. Geilo. Hier müsste auch nochmal Munition sein, genau. Und auf der anderen Seite. Können wir hier raus? Nö. Sprich, wir müssen hoch. Oh, mein Kraut ist voll. Ja, leck mich fett. Alla hopp. Gott, ich bin voll ausgerüstet. Ist ja krass. Oh Gott, Humpelbein, beeil dich. Ratatatatatatatat. Unsere Maschinengewehre machen rat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 . Bam. Alter, ist hier was los. Geh doch endlich down. Okay, so schnell geht die Munition weg. Das ist krass. I would hope so. Let's hit the command room. Gut, ich steck mich gerade mal noch schnell ein. Hier oben war noch eine Heilpflanze, genau. Und auf der anderen Seite gab es noch Munition. Die hole ich auch gleich. Wo war's? Nirgends. Danke. Yes, I understand, and I can hear you just fine. That is simply splendid news. Everything is in perfect order. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Morgan, you intended for the virus to break out on our ship? Well, we've certainly been had. I'm not done yet. You still have an important purpose. The ship serves as a controlled environment, and the data on your mutation will serve a venerable purpose. The boldness of your self-absorbed ambitions is impressive. I am always disgusted by what you Americans can dream up. I will take that as a compliment. We knew that you could end up being a liability. So we've kept video records of all of our interactions. If they go public, your life is finished. You may do as you please. Use of the satellite has been approved. The new virus will be completely eradicated. You bastard! Full soon shall thou be where thine eye shall answer make to thee of this, seeing the cause which raineth down the blast. Or could you? Jessica has escaped. We were so close. Hey, sorry, Raymond. You were right all along. Thank God somebody was on top of things. Don't be so hard on yourself, Parker. Now it's my turn to save you. Come on. We're getting out of here. That's the spirit, cadet.
Raymond realized that Morgan was not who he seemed, so we set this trap together. The whole Veltro Revival Act. The mountain hideout, and the coordination of the ships. All to put heat on Morgan? But sir, couldn't you have at least told us? I couldn't risk it. Not with a mole inside the BSAA. My apologies. All that work, in both the Zenobia and the Semiramis. Yeah, I know. But I haven't given up yet. Keith and Quint, they've left us with an ace in the hole. The data analysis they sent us, the results are in. Well, what were they? We assume Veltro made use of two sister ships in the Terragrigia Panic. But there was a third. The Final Queen. So Leute, und die letzte Queen sehen wir vielleicht in Episode 12, was dann bei uns Let's Play Part 21 wäre, glaube ich. Ich glaube 21, ja. Leute, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mitgeguckt habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.